Brrrr, meine Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Video Shellshock Live. Ja, dieses Video dient eigentlich eher weniger dem Spiel, sondern mehr einer kleinen Information, was denn abging, warum schon so lange kein Video mehr kam und warum zur Hölle. Achso, okay, das ist generell der Modus so, dass man zwischen den einzelnen Gegnern ist. Ich glaube, wir konzentrieren uns dann auf Sir Muffin, weil we have the high ground und so, für die Leute, die Meme kennen. Ich mag die Meme. Auch wenn ich kein Star Wars Fan bin, ich mag die High Ground Meme. Fragt mich nicht warum. Und fragt mich auch nicht, ah, okay, war doch nicht ganz so schlecht. Okay, die Zielerfassung sah ein bisschen merkwürdig aus, so an der Wand, aber worüber ich eigentlich reden wollte. Es gab in letzter Zeit keine Videos, was einer Sache geschuldet ist. Dem Wetter. Und meiner Universität, so gesehen zwei Sachen geschuldet ist. Ja, ich habe den Satz ziemlich verkackt, merke ich gerade. Egal, damit will ich mich gerade nicht befassen und wer hat gerade auf mich gezielt gehabt, oder? War das einer von uns, der versucht hat, Arrow zu treffen? Ah, ne, Sir Muffin hat Arrow getroffen. Ich dachte schon, das wäre ziemlich seltsam gewesen. Das Spiel verwirrt mich gerade. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt. Ist einfach der Sache geschuldet, da mein Kopf ein bisschen tot ist bei den Temperaturen. Leute, ich bin Sibirier, was erwartet ihr? Ja, es war mir einfach viel zu heiß, um irgendwas aufzunehmen, weswegen ich leider keine Videos bringen konnte die letzten paar Tage. Und dazu kam halt noch die Tatsache, dass ich mit der Uni momentan sehr viel zu tun habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber wie viele von euch wissen, studiere ich ja Physik. Und ich studiere es aus dem simplen Grund, weil ich Physik mag. Nur ist Physik auch eins der schwersten Studienfächer, die es gibt. Zumindest hier in der Gegend gilt es als eins der schwersten Studienfächer. Ich kenne Medizinstudenten, die von Physik zu Medizin gewechselt sind und gemeint haben, Physik war mehr Hardcore. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Und mein Problem ist halt, ich bin Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 18 Uhr in der Uni. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich dann eher weniger Kraft, noch viel aufzunehmen. Und das war minimal verkackt. Minimal. Wenigstens war das nicht in meiner Runde hier. Aber ja, Sir Muffin hat echt keine guten Karten gerade. Und wir werden recht gut ignoriert von den Gegnern, was mir gefällt. Oder Sir Muffin versucht die ganze Zeit uns zu treffen und schafft es nicht. So viel dazu. Au. Jedenfalls, ich bin Montag bis Mittwoch von 8 bis 18 Uhr in der Uni. Und Donnerstag habe ich frei. Und Freitag bin ich von 10 bis 14 Uhr in der Uni. Was für mich so viel bedeutet wie Montag bis Mittwoch bin ich tot. Ich bin einfach klinisch tot, wenn ich nach Hause komme. Man kann mit mir nichts mehr anfangen. Donnerstag ist so der Tag, wo ich eigentlich entspannen könnte, wenn nicht die ganzen Arbeitsblätter wären, die ich... Oh, scheiße, ich habe den Coin übersehen. Mist. Die ich erledigen müsste. Für die Leute, die sich nicht so sehr mit akademischen Lernprinzipien auseinandersetzen. Es ist so in der Uni, zumindest in Physik, man hat die Vorlesung, aber dann gibt es noch die Übungen dazu. Und die Übungen sind sehr, sehr zeitfressend. Man muss jede Woche ein Übungsblatt erledigen, was durchschnittlich circa 10 Stunden dauert, bis man eins der Übungsblätter erledigt hat. Momentan habe ich 4 Fächer, das heißt, ich muss wöchentlich in etwa 40 Stunden auf Übungsblätter aufwenden. Diese 40 Stunden muss ich zu Hause aufwenden. Das bedeutet, mein Wochenende, Donnerstag und Freitag muss ich dafür nutzen. Und das hat nun mal den Grund, weil man 50% der Punkte in diesen Übungsblättern braucht, um zur Klausur zugelassen zu werden. Das bedeutet, man muss sich erst durch die ganzen Arbeitsblätter quälen, bis man überhaupt weiß, ob man in der Klausur durchfallen darf oder schon durchgefallen ist, bevor man es überhaupt angetreten ist. Man besteht die Klausur nicht. Das ist ein Gesetz. Man kann keine Klausuren in Physik bestehen. aber ja.
Ich glaube, ich habe genug über mein Studium rumgeheult. Ich wollte halt euch nur ein bisschen erklären, warum ich denn als Student wenig Zeit habe, obwohl eigentlich das Gerücht rumgeht, dass Studenten sehr viel Zeit haben. Kleiner Spoiler, es kommt aufs Studienfach an. Manche Studenten haben halt ein Studienfach, wo sie unterhalb vom Semester, also während der Zeit, wo es keine Klausuren gibt, eigentlich nichts erledigen müssen. Und ich habe wieder den Coin übersehen. Bin ich denn komplett bescheuert? Als Konsequenz genießen sie natürlich die Zeit dann und prügeln sich bei der Prüfungsphase recht gut durch, was ich liebend gern machen würde, aber leider haben wir dieses Übungsblattprinzip. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, weswegen ich euch das alles erzähle und weswegen ich euch hier damit zuheule. Und warum schießt jetzt plötzlich jeder auf mich? Vorhin hat mich doch jeder ignoriert. Ich habe halt kaum Zeit für Aufnahmen. Und bei mir ist halt immer so das Problem, ich würde am liebsten abends halt so einen kleinen gemütlichen Stream machen und total entspannt so ein, zwei Stündchen was spielen, bis ich dann schlafen gehe. Was ich aber deswegen nie mache, weil ich mich dann immer so ein bisschen schlecht fühle. Weil ich bin persönlich kein großer Fan davon, wenn YouTuber von YouTube zu Streams wechseln. Weil ich liebe YouTube. YouTube macht mir halt verdammt viel Spaß, diese Videos. Und ich habe halt nicht das typische Problem mit YouTube-Videos, wie andere YouTuber haben. Weil viele YouTuber beschweren sich halt, oder besser gesagt nicht, dass sie sich beschweren, sondern mögen die ganzen... Ich habe keine gescheite Waffe hierfür. Mögen halt die ganzen... Entschuldigung, oh Mike. Sorry. Oh, ist schon vorbei. Na dann. Jedenfalls. Die ganzen YouTuber haben meist deswegen ein Problem mit YouTube-Videos und wechseln zu Streams, weil Streams nun mal mehr Zuschauer-Connection bringen. Sie sind weniger Arbeit. Egal was man sagt, sie sind weniger Arbeit als YouTube-Videos. Sie sind viel entspannter. Und ja, generell, die haben viel mehr Zukunftsperspektive. Nur mir ist es eigentlich recht egal, denn... Nein, ich wollte nicht Team changen. Was? Team 2, Team 1? Egal, whatever. Ich hänge noch eine Runde dran. Denn bei mir sind die Videos alle schlecht. Das bedeutet, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Video aufnehme oder einen Stream mache. Weil, ihr kennt ja meine Videos, die kann man sich auch nur bei 2 Promille antun. Aber ja, das ist halt der Grund, weswegen ich mich immer schlecht fühle, wenn ich einen Livestream mache, statt ein Video aufzunehmen, weil im Endeffekt könnte ich auch stattdessen ein Video aufnehmen. Aber ich habe irgendwie Bock auf einen Livestream und Konsequenz ist, ich mache gar nichts. Und dann kommt einfach gar nichts. Und ich fühle mich dann so schlecht, weil ich wirklich Videos bringen will, das macht mir ja verdammt viel Spaß, aber ich habe einfach keine Zeit. Keine Zeit, keine Energie, gar nichts. Ich hoffe deswegen, dass ihr mich ein bisschen verstehen könnt. Ich habe euch ja jetzt meine Situation erläutert und dass es ein bisschen klarer geworden ist, warum mein Kanal um die Semesterzeit so ein bisschen rumspinnt. Also ich kann euch jetzt schon mal eine Zukunftsvision geben von der Klausurphase. Es wird keine Videos in der Klausurphase geben. Wirklich keine. Vielleicht werde ich irgendwas im Voraus aufnehmen, was ich dann alle 2, 3 Tage bringe, aber die Klausurphase wird so circa Juli, August sein. Also nur damit ihr es schon mal wisst. Und da wird videofreie Zeit sein. Denn ich habe bei der letzten Klausurphase, das kann ich ehrlich gesagt zugeben, ich habe mir ein bisschen selber ins Knie geschossen. Ich würde mich nicht einen schlechten Studenten oder Schüler oder sonst was nennen, aber meine Klausurergebnisse waren alles andere als gut. Ich bin in einer Klausur durchgefallen, eigentlich zwei, aber ich habe die zweite dann als einer von drei in der Nachprüfung bestanden. Also das war halt eine Klausur, da sind irgendwie 70% durchgefallen oder so und dann gab es halt eine Nachprüfung. Und da sind 100% durchgefallen. Und dann hat der Prof eine Aufgabe rausgenommen und dann sind 3 Leute durchgekommen und ich war einer von den 3. Das heißt, ich bin faktisch nur in einer Klausur durchgefallen. Und die anderen 3 habe ich bestanden. Und
Ich hatte in meiner Schulzeit, bin ich noch nie durch eine Klausur durchgefallen. Darum war für mich halt die Klausurphase auch. Warte, focus on someone else next round. Okay, ich soll mich dann auf jemand anderen fokussieren. Okay, Karma. Der erinnert mich nebenbei an einen Charakter aus Assassination Classroom. Habe ich erst gestern zu Ende geschaut. Ist ein ultimativ geiler Anime. Also wirklich, falls ihr Assassination Classroom noch nicht geschaut habt und ein Netflix-Abonnement besitzt und generell Animes mögt, schaut ihn euch an. Und als kleine Warnung, also die erste Staffel, oder besser gesagt, die erste Hälfte der Staffel wirkt vielleicht etwas schlecht, aber der Anime wird immer besser und besser und besser. Ich mochte ihn am Anfang überhaupt nicht und ich trinke mal kurz einen Schlückchen. Ich mochte ihn am Anfang überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe ihn schon mal in einem Video erwähnt. Aber seitdem ich ihn fertig geschaut habe, also auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war vom Ende, wegen einer bestimmten Sache, die ich nicht ansprechen will, weil ich sonst spoilern würde. Ja. Ich. Fuck. Das war knapp. Ich liebe diesen Anime. Also der ist mein Top One Anime gemeinsam mit Fullmetal Alchemist. Also ich liebe Fullmetal Alchemist und ich liebe Fullmetal Alchemist und Assassination Classroom jetzt gleich viel und ich finde die beiden einfach super. Ich sag nicht, dass man die irgendwie vergleichen soll. Ich sag nur, ich finde die beiden gleich super. Und gut gemacht, Sir Muffin. Seriously, seriously, was soll ich denn machen? Feier. So, ich hatte keine. How to skip around, ja. Ich hatte keine andere Wahl. Aber ja. Ich fand den Anime total super und Karma hat mich halt gerade daran erinnert, weil da gibt es einen Charakter, der Karma heißt. Wo war ich eigentlich? Achso, ja, mit den Klausurphasen. Und ja, die schlechten Ergebnisse der Klausuren, die schieb ich eigentlich zum Großteil auf den Stress, den ich mir in der Klausurphase gemacht habe, weil das war die erste Klausurphase in der Uni. Und für Leute, die auch studieren, die wissen vielleicht, dass die erste Klausurphase etwas richtig, richtig Mieses ist, weil vor allem in Studiengängen wie Physik wollen die Professoren halt ausmisten. Die wollen die Leute loswerden, die nur in dem Studienfach sind, weil sie keine NC-Zulassung brauchen. Und generell, weil es Studienfächer sind, die jetzt nicht, ja, wo man sich halt einfach eintragen kann, um als Alibi-Student zu gelten. Danke, Karma. War schon ein nicer Shot, fand ich. Aber ja, und deswegen die erste Klausurenphase in so Fächern ist halt immer richtig hardcore und ich habe mir einfach viel zu viel Stress gemacht. Und darum will ich die nächste Klausurphase viel entspannter angehen. Und lange Rede, kurzer Sinn, deswegen wird es keine Videos zu der Zeit geben. Und darum will ich eigentlich innerhalb des Semesters mehr Videos bringen. Aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich schaffe es einfach nicht. Ich hoffe, ihr findet es nicht schlimm, dass ich heute so offen eigentlich über mein Studium rede, weil normalerweise hört man das von YouTubern nicht so, was ich mich eigentlich immer frage. Aber ich kann schon verstehen, dass sie es vielleicht für sich behalten wollen, wenn sie jetzt irgendwie Probleme haben, weil da kann es schon dumme Kommentare regnen, von wegen, wie blöd bist du, durch die Klausur gefallen, yo. Deswegen gab es auch den ersten Teil meiner Semesterferien echt wenig Videos, weil das mich halt ziemlich deprimiert hatte. Aber ja. Ich gehe halt recht offen damit um. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Vielleicht interessiert es euch auch ein Scheißdreck und ihr denkt euch, Junge, mach einfach deine Videos. Niemand juckt dein Privatleben. Aber ich bin halt ein kleiner YouTuber. Und die ganzen Videos, die ich bringe, sind sehr familiär gehalten, wie ich finde. Also, ich kenne euch, ihr kennt mich. Warum sollte ich dann nicht erzählen, dass ich nun mal Probleme in meinem Studium hatte und deswegen keine Videos bringen konnte? Ich verstehe nicht, was daran schlimm sein sollte. Könnt ihr mir ja sagen. Also, wenn ihr sowas total doof findet, wenn man über sowas redet, kein Problem. Kann ich es auch lassen. Nur, ich finde, so ein bisschen Transparenz im YouTube-Kanal ist schon recht gut, damit ihr halt auch wisst, wer ich bin, warum irgendein bestimmtes Projekt jetzt länger nicht kommt und ja.
ich sehe halt darin kein Problem. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt einfach. Das bedeutet jetzt nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, dass ich jetzt in meinen ganzen Videos nur noch über mein Leben rumheulen werde. Dafür ist mein Zweitkanal da, falls der mal wieder aktiv wird. Ja. ja. Ich wollte es mal angesprochen haben. Und außerdem wurde eh nach Shellshock Live gefragt. Und ich finde, in den Videos kann man so gut über Zeug reden, was einen halt beschäftigt und so. Mit dem Portal wird das jetzt etwas schwieriger. Ich versuche mal Freeball. Ich hoffe... What the fuck? Was war denn das für ein riesiger Schuss? Der gefiel mir. Der Schuss war cool, Karma. Aber joa. Es wurde halt gefragt, ob ich mal wieder Shellshock Live bringen könnte und... Dachte ich mir, why not? Gab länger nichts mehr und das ist so gemütlich zum Aufnehmen. Ich mag auch das Spiel sehr. Das kann man gut in der Vorlesung spielen, falls einem langweilig ist. Sollte ich vielleicht nicht sagen, wenn ich erzähle, dass ich in der Klausur durchgefallen bin, weil ich glaube, das hinterlässt ein falsches Bild von meinem Enthusiasmus zum Lernen. Aber jeder, der studiert hat, kennt die Vorlesungen von manchen Professoren und weiß, wie viel sie einem in der Klausur bringen, nämlich 0, gar nichts. Lustigerweise ist die Klausur, wo ich problemlos bestanden habe, also wirklich super bestanden habe, die Klausur, wo ich in der Vorlesung am wenigsten aufgepasst habe. Aber das war auch mit das einfachste Fach. Aber ja, zweimal ein Sieg. 17 Minuten, wenn ich es gerade richtig sehe. Ein bisschen übers Leben rumgeheult, ein bisschen rumerzählt. Reaper Unlocked, Counter 3000. Erinnert mich an Seven Deadly Sins, Counter Total von Meliodas. Torpedo Trauma. Auch ein guter Anime. Nicht so gut wie Assassination Classroom, wie ich finde, aber auch ein guter Anime. Aber jeder kann selbst entscheiden. Also ich kann verstehen, wenn manche Seven Deadly Sins mehr mögen als Assassination Classroom. So ist es nicht. Ich kann auch verstehen, dass manche Assassination Classroom überhaupt nicht mögen. Ich mag's halt. Jo. Upgrades. One Tank Upgrade. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Und Daily Win Bonus. Was kriegen wir? Yes! 10. wo ich ehrlich gesagt, ich glaube, das sind die Münzen für den Shop, oder? Ja, ich glaube, wir haben so Münzen für den Shop bekommen, aber... Ja, die Dinger sind busy teuer. Busy. Ganz busy. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr es mich gerne wissen lassen. Und apropos... Großes Lob an die Shellshock Live-Spieler. Es kommt jetzt seltener vor, dass Leute wegen YouTubern abschalten. Das finde ich super. Und was ist eigentlich das hier? Top Twitch-Stream? Oh. Shellshock Live? Cool. Shellshock Live verlinkt auf Twitch-Streamer, die Shellshock Live spielen. Das ist interessant. Dann sollte ich mehr Shellshock Live streamen. Tschüss, Leute. Euer Sandoran.